Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die Sozialismustage in diesem Jahr standen im Zeichen von krassen gesellschaftlichen Entwicklungen, einer rassistischen Stimmungsmache durch Medien, bürgerliche Parteien und der Bundesregierung. Wir sind mit täglichen Angriffen auf Geflüchtete, auf Migrantinnen und Andersdenkende konfrontiert. Wir sind einer realen Gefahr von rechts ausgesetzt. Das massive Erstarken der AfD, Nazi-Aufmärsche, Pegida und rassistische Angriffe durch die herrschende Politik dominieren unseren Alltag. Unseren Alltag als Aktivistinnen und als Aktivisten, als Migrantinnen, als anders Aussehende, anders Fühlende, als Jugendliche und als junge Frauen. Es ist Normalität geworden, dass offener Rassismus, dass vor allem antimuslimischer Rassismus uns tagtäglich begegnet. An der Schule oder in der Uni haben junge Frauen es mit Kopftuch ist zunehmend schwer, anerkannt zu werden, müssen sich blöde Sprüche anhören oder werden sogar direkt körperlich angegriffen. Wir werden öfter kontrolliert, müssen uns für unsere Herkunft oder unsere Kultur rechtfertigen. Es ist Normalität geworden, dass Nazis unbehelligt und von der Polizei geschützt jeden Montag durch die Straßen von Berlin laufen können. Es ist Normalität, dass wir Angst haben müssen. Angst aufgrund unserer Hautfarbe, unserer Nationalität, unseres Geschlechts oder unserer Sprache. Dass wir Angst haben müssen vor noch mehr Ausgrenzung, noch mehr Unterdrückung und noch mehr Diskriminierung. Es ist unbestritten, dass Rassisten und Rechtspopulisten im vergangenen Jahr an Selbstbewusstsein gewonnen haben. Gleichzeitig gibt es aber ein großes Potenzial für Gegenwehr, was leider in der Öffentlichkeit kaum Ausdruck findet, beziehungsweise nur dann, wenn es den Herrschenden in den Kram passt. Ein Potenzial, das aus verschiedenen Gründen keinen organisierten Ausdruck findet. Es gab im vergangenen Jahr eine Welle von Solidarität gegenüber Geflüchteten. Und es gab auch Mobilisierungen gegen rechts, wie beispielsweise in Köln gegen Hogesa, wo bis zu 20.000 Menschen gegen Nazis demonstriert oder sich ihnen direkt in den Weg gestellt haben. Wir haben es also mit einer polarisierten Situation zu tun und die Frage danach, in welche Richtung sich die Stimmung in Zukunft entwickeln wird, stellt sich zunehmend und mit einer immer größeren Brisanz. Und ich glaube, dass sich sehr viele in diesem Raum fragen, was kann ich tun, was kann ich real gegen Nazis und Rassisten machen? Und ich hoffe, dass die vergangenen zwei Tage einige Antworten darauf geben konnten, aber ich möchte auch noch mal eine geben. Ich bin politisch aktiv, weil ich mich nicht mit einer rassistischen und ausbeuterischen Welt arrangieren werde. Weil ich eine Welt will, in der wir alle, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht, ein gutes und menschenwürdiges Leben führen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht alleine irgendwas an den Verhältnissen werde ändern können. Deshalb habe ich mich organisiert. Deshalb ist es notwendig, dass wir als Jugendliche Linksjugend Solid aufbauen und zu einem Verband machen, der einen realen Unterschied bewirken kann. Wir haben vergangenes Jahr den Bundesarbeitskreis Revolutionäre Linke innerhalb des Jugendverbandes gegründet, auf den ich sehr stolz bin und in dem auch SAV-Mitglieder mit aktiv sind. Wir wollen einen Verband, der auf der Straße aktiv ist, der eine Kampagne gegen rechts mit klaren Forderungen gegen Sozialabbau, Kürzungen, Spaltung und Ausbeutung und für Wohnraum, Bleiberecht und Soziales voranbringt. Den Verband bewegungsorientiert und kämpferisch machen. Wir wollen mit Kampagnen wie Wohnen, Bleiben, Fluchtursachen bekämpfen, die Reichen sollen zahlen, die Flüchtlingsfrage mit der sozialen Frage verbinden. Wir wollen Antworten geben. Wir wollen mobilisieren. Unsere Antwort muss laut sein, laut und deutlich. Sie nehmen uns unsere Zukunft nicht weg. Überall dort, wo es uns möglich ist, Nazi-Aufmärsche blockieren. Und wir werden uns dabei nicht mit Pseudobündnissen bestehend aus CDU, SPD, Grüne und Co. zufrieden geben. Denn unser Rassismus stellt dieses System in Frage. Ein System, das eine Minderheit immer reicher und eine Mehrheit immer ärmer macht. Ein System, in dem wir gegeneinander ausgespielt werden. Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass sie uns gegeneinander ausspielen. Wir müssen für unsere Interessen kämpfen, bis kein Zweifel mehr darin besteht, dass unsere Generation der Hebel sein kann für eine gesellschaftliche Umwälzung. Der Rassismus von AfD, Pegida und Co. stellt für uns täglich eine reale Gefahr dar, ja. Aber unsere Waffe, wir als Klasse, unsere Solidarität wird stärker sein als ihre Hetze und wird stärker sein als die da oben, die davon profitieren, dass wir gespalten werden. Deshalb ist der beste Kampf gegen rechts ein gemeinsamer Kampf von Deutschen und Nichtdeutschen für höhere Löhne, bessere Bildung, Wohnraum und so weiter und so fort.
Mein Genosse hat kurz nach den Landtagswahlen mit den erschreckenden Ergebnissen zugunsten der AfD treffend zusammengefasst: Die AfD steht nicht nur für eine rassistische Politik gegen nichtdeutsche Migrantinnen und Flüchtlinge, sie steht auch für eine unsoziale und neoliberale Politik gegen uns Jugendliche, gegen Arbeiterinnen, Erwerbslose und Frauen, sprich den Großteil der Bevölkerung. Uns verabscheuen Frauke Petry und Co. genauso. Vor uns haben sie in Wirklichkeit Angst. Denn wenn wir auf diese Spaltung in Deutsche und Nichtdeutsche scheißen und erkennen, dass es eine kleine Minderheit von Bonzen ist, die fast den gesamten Reichtum in ihren Händen hält, gerät dieses System ins Wanken. Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie sind frustriert, sie haben keine Kraft mehr, sie wissen nicht mehr, was sie noch tun sollen, was sie den Nazis entgegensetzen können, aber die AfD ist nicht das Ende der Geschichte. Gerade jetzt ist viel Potenzial für eine linke Offensive da. Gerade jetzt sind wir als junge Aktivistinnen, als Antifaschistinnen und Antifaschisten gefragt. Wer, wenn nicht wir, kann es schaffen, an vorderster Front den Nazis offensiv entgegenzutreten? Wer, wenn nicht wir, kann es schaffen, durch Kampagnen, Aktionen, durch Organisierung Rassismus den Boden zu entziehen? Wir haben als Schülerinnen, als Studierende, Auszubildende unsere Zukunft selbst in der Hand, wenn wir aktiv werden und für unsere Rechte kämpfen. Gerade wir zeigen doch in antirassistischen Kämpfen besondere Entschlossenheit und Radikalität. Seit über einem Jahr gehen Schülerinnen und Schüler jeden Montagabend mit uns hier in Berlin gegen Pegida auf die Straße, obwohl wir nicht immer sehr viele sind. Aber ich finde, das ist total beeindruckend und ich denke, das ist genau das Potenzial, was wir eigentlich haben. Wir müssen uns nicht länger damit abfinden, dass Faschisten, Rechtspopulisten und geistige Brandstifter unsere Zukunft bedrohen. Wir müssen nicht hinnehmen, dass wir täglich rassistischen Beleidigungen ausgesetzt sind und Angst haben müssen vor Übergriffen und Gewalt. Wir können für eine Welt ohne Rassismus, Sexismus und Kapitalismus kämpfen und ich glaube daran, dass wir die auch erreichen können, wenn wir uns zusammenschließen und nicht mehr vereinzelt, sondern organisiert gemeinsam aufstehen und deutlich machen: Rassismus ist nicht im Interesse von deutschen Arbeitern. Sexismus ist nicht im Interesse von Männern. Mieten werden nicht sinken, wenn keine Geflüchteten mehr kommen. Löhne werden nicht steigen, wenn Migrantinnen ausgegrenzt werden. Uns verbindet im Kampf ein gemeinsames Interesse, dass wir uns verdammt nochmal das nehmen, was uns gehört, den gesellschaftlichen Reichtum. Denn niemand wird stellvertretend für unsere Rechte einstehen, das müssen wir selber machen. Fahrt mit uns am 4. Juni nach Dortmund, um den Nazis den Tag der deutschen Zukunft ordentlich zu versauen und sie massenhaft zu stoppen. Denjenigen, die unsere demokratischen Rechte abschaffen wollen, darf man keine demokratischen Rechte zugestehen und keine Plattform für ihre gefährliche Hetze geben. Ihnen dürfen weder die Parlamente noch die Straßen überlassen werden. Wenn wir es schaffen, diesen Tag, den 4. Juni, zu unserem Erfolg zu machen, wird das ein wichtiger Rückschlag für die Faschisten sein. Appelle an die herrschende Politik für Weltoffenheit oder Toleranz werden nichts gegen Faschisten bewirken, im Gegenteil. Noch können Parteien wie die AfD sich als Anti-Establishment präsentieren. Das können sie aber nur so lange tun, bis wir ihren wahren Charakter aufdecken und es eine reale Alternative von links gibt mit einem Programm, das die sozialen Ursachen von Rassismus aufgreift und bekämpft. Bis es eine starke Kraft von links in radikaler Abgrenzung zu den Parteien der Asylrechtsverschärfungen, der Abschiebungen, der Kriege und des Sozialabbaus gibt. Die Linkspartei hätte das Potenzial, eine solche Kraft zu sein, wenn sie sich endlich klar positionieren würde und sich unmissverständlich gegen Rassismus stellen und damit verbunden soziale Forderungen aufstellen würde. Wenn sie, statt von Obergrenzen zu reden oder in Thüringen abzuschieben, die wahren Schuldigen von Krieg, Flucht und Armut benennen und bekämpfen würde. Dafür müssen wir Druck machen. Druck von unten, Druck von der Basis. Baut mit uns, mit dieser Perspektive, Bündnisse auf, wie das Berliner Bündnis Soziales Berlin für alle gegen Rassismus, das am 16. April eine Demonstration organisiert für Wohnraum, Bleiberecht und Investitionen in Soziales für alle. Werdet aktiv an euren Schulen, an der Uni, im Betrieb,
Lasst uns unsere Wut über die Verhältnisse zu Widerstand machen. Und um in diesem Sinne mit den Worten von Anne Frank zu enden, es ist herrlich, dass niemand auch nur eine einzige Minute zu warten braucht, um damit zu beginnen, die Welt zu verändern.